Morgen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch zu Ark Aberration. Ja, ich bin extrem aufgeregt. Das ist nämlich heute rausgekommen, am 12.12.2017. Ich möchte jetzt nicht lange rumschwafeln. Wir fangen einfach mal am einfachsten Platz an, am Portal. Ich habe da auch schon ein bisschen durchgeblättert. Aber ich denke, wir werden so nach und nach hier uns mal durchkämpfen und die Gegend von Aberration erforschen. Wo bin ich denn hier? Hallo? Wo bin ich denn? So, ich habe echt noch keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich bin aber sehr, sehr, sehr gespannt. Okay, wir sind jetzt hier, wie es auch schon hieß, beim Portal. Triceratops kennen wir schon alles, aber diese Käfer sind neu. Was kann ich denn mit dir machen? Hallo? Charge? Put a battery in... Okay. Gut, wir werden auf jeden Fall... die Skins haben wir noch alle. Ich denke, es wird auch neue Rezepte geben. Aber wir lassen uns mal ein bisschen überraschen. Und, oh ja, was bist du denn für ein Fritz? Ja, was bist du? Was bist du denn? Leg die Nahrung, okay. Ich will unbedingt so ein Viech haben. Oh, ist das nicht knuffig? wir schauen mal, ob die Bären brauchen oder irgendetwas anderes. Sieht ja noch momentan recht friedlich aus. Und durchs nächste Tun Level Up. Ach, das ist doch das Beste. Oh. Okay. Ich hab Halluzination. Hallo? Oh, geil. Wo bin ich denn hier? Gottes Willen, bin ich da irgendwie in solche komische Pflanzen reintreten? Okay. Na gut, ein bisschen verwirrt. Das hat mir auf jeden Fall auch Schaden gemacht. Explorernaut. Okay, ich kann da auch alles lesen. Weg damit. Gut, wir laufen jetzt einfach mal stur weiter. Hoffen, dass wir auch... Ist das ein Pilz? Kann ich den aufsammeln? Okay. Das schaue ich mir gleich mal an. Wir haben da irgendwelche komischen Pilze bekommen. Was machen die denn? Um Gottes Willen, ich bin ein bisschen verwirrt, aber alles gut. Was ist das denn? Ravager, okay. Wir skillen. Verfügbare Punkte 10. Okay, dass man 10 Punkte bekommt, wusste ich jetzt nicht. Aber gut. Hä, ich habe doch nichts eingestellt. Oder habe ich einfach mal ein paar... Ach so, durch diese Note. Ich bin auch doof. Entschuldigung. Ups, oder ich wollte doch nicht Nahrung und Wasser hochtun. Ach, scheiße. Ach, egal. Schon zu spät. Gut. Glowstick. Green Gem und 2 Crystal. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen... oh, ein Raptor. Oh, das fängt schon mal gut an. Bitte hat er mich nicht gesehen. Hier jetzt Bäume. Okay, flüchten wir mal nach da unten. Und versuchen uns ein bisschen irgendetwas aufzubauen. Und... Ach du Scheiße. Diese Stegos sehen ein bisschen anders aus. Seid ihr auch normale Stegos? Ach, das sind diese Aberrant-Varianten. Da habe ich irgendwas davon gelesen, dass es sowas gibt. Aberrant Dodo. Wollen wir... Nee, ich will jetzt kein Dodo haben. Uiuiui. Aber, ich meine, nur der Teil. Ich glaube, da gibt es echt noch krassere Sachen. Und ich möchte eigentlich einiges noch mit euch, zumindest in der ersten Folge, erkunden. Deswegen... Flitzen wir da mal ein bisschen vor und rüsten uns mal ein bisschen aus und gehen weiter.
Ich habe soeben einen seltsamen Kristall gefunden. Den versuchen wir doch mal. Ah! Oh, oh! Da kriegen wir gleich von Anfang an ein paar Kristalle. Das ist doch mal faszinierend. Und wir. Ah, oh, Oh! Das heißt, wir machen uns jetzt mal ein Klostück. Und stellen doch mal eins, zwei Klosticks her. Oh, wie aufregend. Jetzt aktivieren wir den mal. Okay, den aktivieren wir wahrscheinlich mit Rechtsklick. Zack. Boah, wieder hinklauen. Okay, wahrscheinlich halten. Ach so, ich rüste den gerade aus. Und wie kann ich den. Ah, mit Linksklick kann man den werfen und Rechtsklick rüstet man den. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Oh. Das wäre halt peinlich, wenn ich schon wieder direkt am Anfang sterben würde. Nicht so, genauso wie bei der Einfolge. Ach, der Raptor ist tot. Den habe ich natürlich erledigt, ne? Ich bin natürlich eine halbe Killermaschine. Hä, da ist nochmal was Totes. Nochmal ein toter Raptor. Oh, halt, warte mal, da ist ein Froschi. Also, was isst du denn gerne? Magst du denn irgendwelche Pilze? Magst du die da? Nee. Was magst du dann? Vielleicht Mejobären? Nee. Magst du vielleicht. Könntet ihr den mögen? Probier einfach mal alles aus. Warte mal. Aquatic Mushroom. Oh ja, das hat ihn gefreut, ihr lecker Schmicke. Ja. Oh ja, lecker Schmicke, der kann sogar tolle Tricks. Ach Mensch, du bist weiblich. Ich wollte dich eigentlich Bodo nennen. Das süße Bodo. Oh, hast du einen Kaki gemacht? Um Gottes Willen, wie nennen wir dich dann? Und? Oh ja! Heidel! Traut. Da bist meine Heideltraut. Ach ja, wie süß. Okay, und was kannst du chargen? Um Gottes Willen. Kann ich dich aufheben? Ach nee, ist das süß. Ach ja. Gut. Mit Heideltraut an meiner Seite kann ja nichts mehr schief gehen. Bedeutet, wir werden jetzt uns noch ein. Ach du heilige Makrele! Wie viele Viecher habt ihr denn umgebracht? Zum Glück habe ich mich ein bisschen versteckt, weil die Raptoren hätten mich eiskalt zerlegt. Vielleicht mache ich mir auch noch kurz ein Lagerfeuer, indem ich mein Fleisch braten kann. Und wisst ihr was? Ich mache hier kurz ein klitzekleines Lager. Also ein, zwei Fundamente. Und dann werden wir weiter die Welt erkunden. Und Aberrante Carbonem ist es. Ja, wie gesagt, wir werden kurz hier ein Lager machen und dann ziehen wir uns gleich wieder geschwind. So, mittlerweile haben wir jetzt ein kleines Häuschen aufgebaut. Sieht zwar ultra blöd aus wegen dem Lagerfeuer, aber das ist uns egal. Wir haben eine Bola, ein Speer, ein. Bogen und lauter kleine Utensilien. Ich habe übrigens kurz mal die Beschreibung durchgelesen. Zum Beispiel dieser Pilz. Er schmeckt gut und heilt einen langsam über eine Zeit. Und dieser Pilz, ich glaube, der ist wie die Narkosebären. Aber das werden wir alles noch nach und nach herausfinden. Wir werden jetzt uns mal ein bisschen weiter in das Landesinnere begeben, weil ich denke, dass diese Aberration ist ja eigentlich so ein, oder halt diese Map ist ein unglaublich krasses Höhlensystem. Und ich weiß noch nicht ganz genau, was mich erwarten wird, aber wir werden, um Gottes Willen, das sind drei Raptoren. Vier Raptoren. Wir werden uns ein bisschen von den Raptoren fernhalten, werden sicherheitshalber mal die Bola ausrüsten. Sollte uns einer entgegen gerannt kommen. Ach, gerammt kommen. Oh, that's nice.
Wir werden es aber aus Prinzip nicht aufheben, weil uns sonst der Parasaurus angreift. Und da hat es nochmal einen Raptor. Und der kommt auf uns zu. Der kommt nicht auf uns zu. Jetzt kommt er auf uns zu. Aber ich werde den von hinten töten mit dem Speer. Eigentlich, ja, wir hätten den auch zähmen können. Ich habe da aber noch keine Narkosepfeile und auch keine, kein Knüppel. Aber ich traue dem Ganzen noch nicht. Deswegen töten wir den lieber. Und was fehlt mir zum Reparieren? Holz und Feuerstein. Okay, ich hatte Angst wegen dem Kano. Die Pflanzenfresser haben den Kano mal kurz zusammengeprügelt. Und ich würde sagen, wenn er guten Loot hat, dann nehmen wir den doch. Und hast du irgendwas? Oh, Langweiler. Okay, wir gucken mal. Was können wir mit Heideltraut noch machen? Pet to toggle light. Anschalten. Ich glaube, die kann uns dann Licht spenden. Eigentlich recht cool. Da ist nochmal ein Raptor. Und eine seltsame Musik erscheint. In der tiefen Separation. Gut, ich sehe momentan keinen Raptor, aber es ist krass, dass da so viele rumtanzen. Mich stört es ein bisschen. Aber naja, was sollen wir machen? Und das Lager, was ich da hinbaut habe, das war halt einfach nur provisorisch, dass ich, sollte ich drauf gehen, etwas zum, ja, schnellen Respawn habe und dass da wenigstens ein paar Sachen drin sind. Und wir haben jetzt ein klitzekleines Problem. Uns geht langsam das Wasser aus und ich habe bisher noch keine Wasserquelle gesehen. Vielleicht ergibt uns auch diese Aqua-Dingens ein bisschen Wasser. Essen wir den mal? Nein, wir verlieren sogar Wasser. Hat's da Wasser? Um Gottes Willen. Okay, das sieht ultra faszinierend aus. Gehen wir einfach mal weiter. Und Heideltraut, was kommst du denn so rum? Mann! Da alles gut. Oh, ach du heilig. Entschuldigung, aber ich bin gerade etwas geflasht. Und oh, das Wasser geht immer mehr aus. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir gleich hier drin Wasser finden werden. Gucken wir doch mal auf die Karte. Das schaut sogar so aus. Es ist halt relativ viel am Anfang mit diesen komischen Gerüsten und den ganzen. Ich kann es nur noch nicht erklären und. Naja, wir werden schon eine Lösung und eine Erklärung finden. Da unten hat's Wasser. Was bist du denn? Ein Spinno. Scheiße. Und was bist du denn? Und wohin geht's da denn? Gottes Willen, so. Ach du heilige Maria! Was bist du denn? Eine Riesenkrabbe! Sollen wir nach da unten hüpfen? Komm schon, no risk, no fun. Ich hoffe, diese Folge Ark Aberration hat euch gefallen. Lasst uns sehr gerne eine Bewertung da und wir sehen uns bei einer neuen Folge. Adios!